17-Jähriger blamiert mich auf ganzer Linie. Das ist doch kein geringerer als, ja, es ist der Paddy Teutsch. Let's go mit Paddys neuesten Video, Freunde. Also an gewisse Aspekte des Powerliftings kann ich mich auf jeden Fall gewöhnen. Jetzt 220. Ich glaube, die gehen auch gut, aber danach kann es langsam knackig werden. Hast du nicht vor kurzem mir gerade den Bauchmuskel angerissen? Doch, genau mit dem Gewicht. Ja. Oder Geschwindigkeit ist brutalst. Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehenden Freunde. Wir haben uns heute dazu entschieden, uns vom stabilsten 17-jährigen EU West im Heben abziehen zu lassen. Ja, wir schmettern heute noch. Warte kurz, hier für dich, mein Lieber. Also der Speed, der läuft hier. Der läuft. Aber das ist leider mein Handy und nicht das Internet hier. So, weiter geht's. Ordentliche Beineinheit und vorher gibt es eine ordentliche. Das ist nicht Hotel, das ist mein Telekom-Verbindung. Hier Hebel-Session mit Hamza. Der sollte hier gleich einführen. Ah, Hamza ist am Start, bester Mann. Wir werden jetzt gleich noch ein Pre-Workout uns einverleiben. Gleichzeitig. Patrick, habe ich am Anfang auch nicht verstanden, sagt: Hallo, meine nach der Masse strebenden oder gehenden Freunde. Oder? War doch richtig jetzt, ne? Nach der Masse strebenden, gehenden, eins von beiden Freunde. Mische ich mir hier auch schon mein Craft-Workout-Booster an. Natürlich wie in gewohnter Manier. 25 Gramm vom Craft. Vom Craft. Uns einverleiben, dann 10 Gramm Kreatin. Und danach ja, ein gesundes Augenmaß hier, was hier verwendet. Massegierenden Freunde, jawohl, richtig. Absolut strebenden, ja, ihr wisst. Ich kenne das vom letzten Mal. Hallo meine nach der absoluten massegierenden Freunde. Flacher Rücken, ich danke dir. Ob 10 Gramm Kreatin oder 30 Gramm, sei mal dahingestellt. Ja, richtige Patrick-Fanboys hier im Chat. Focus Caps und Energy dann noch und dann ist auch mal. Ich weiß gar nicht, wie gut das eigentlich geht. Ja. Spezialgetränk hier, ja. Aber ich sprühe immer. Was ist denn das da für weißes Pulver auf der Dose? Mensch, Daniel! Ja, Energy. Ich finde so Daniel und Patrick, Deutsch. Die haben, das haben sich zwei gefunden, ne? Das ist so das Tech-Team der Netties, Alter. Beide coole Videos, beide sympathisch, beide machen geilen Scheiß. Da haben sich zwei gefunden. Definitiv. Die saufen den Quaft gerne mal zusammen. Die Dose. Ja. Klar. Ja, hat funktioniert, ja. Yeah. So, Hamza. Zeigst du uns heute, wie man richtig hebt, oder was? Ja, wir machen einen Battle, habe ich gehört. Ja. Vielleicht mal, magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Was war nochmal Hamzas Lieblingswort? Geisteskrank? Irgendwie sowas, hat er immer gesagt. In seinen Videos. Ich heiße Hamza, bin 17, bin Powerlifter. Hamza, brutale Power. Props gehen nochmal raus, bester Mann. Und. Ja, Digga. Das war's. Ich bin der Hamza, ich bin auch dabei. Und hilft schwere Gewichte. Ja, Eisen. Ist jetzt 17 Jahre jung, ne? Ja. Also ist jetzt 3 Jahre dabei. Und was hebst du so maximal? Heben. Was kann man erwarten? Also soll ich mal meine SPD sagen am besten? Ja, oder mach so, ja. Squats habe ich 270, bei Bench 185 und Heben 320. Mit 17 Jahren, Freunde. Und er ist gerade erst vor kurzem 17 geworden. Das ist irre, die Kraftwerte. Und das alles halt bei der EM vor 2 Monaten circa. Wer hat sich da platziert? Erster. Ja. Also Hamza ist Europameister, Friends. Das ist auch krank. Weltmeister geschlagen. Dementsprechend haben wir uns heute einen guten Partner ausgesucht, ja. Um uns abziehen zu lassen. Das ist sehr, sehr geil. Wir wollen zumindest versuchen, einigermaßen beim Aufwärmen mitzuhalten. Daniel, welche Frage ist dir gerade durch den Kopf geschossen? Ich kann so auf eine dumme Idee kommen. Ich schwör's euch, das ist eins der geilsten Studios, in denen ich jemals trainiert habe. Intelligent Strength, das Gym in Wien, Baba Studio. Die Scheiben halt falsch rum da rein. Ja, warum macht man das so? Cringe, die erste Scheibe nochmal rein zu tun. Ich check's nicht. Zweite dumme Frage, die ich hab. Warum steht hier ein Stuhl, Alter? Freilix, du solltest immer 1 Gramm pro 10 Kilo Körpergewicht nehmen, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich nehme immer 10 Gramm. Warum hast du hier einen Schuh hingestellt? Alles über 2 Reps ist halt Cardio und man braucht da eben Pause. Das klingt für mich äußerst logisch. Ja, für mich auch. Ja. Maximalgewicht schon erreicht jetzt. Jetzt
ist jetzt richtig cringe. Erst macht man eine Scheibe, falsch und drauf, und dann richtig rum. Scheiben falsch und geht nicht, Freunde. Denkt dran. Verstehe ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Hamza, warum macht man jetzt eine Scheibe falsch rum und dann richtig rum? Ich glaube, es liegt daran, dass der Hauptkampfrichter auch nicht also die Plate sieht. Denkst du? Ansonsten verrechnet er sich, oder was? Ja, ne? Das ist einfach fürs Auge. Ich denke mal, da ist man so ein Monk. So wie dass die Scheiben auch richtig alle gestaffelt werden. 1 plus 1, 2, 3. Notorious Lift. Digga, woher die Power mit 17? Wo hat er die gekauft? Wie geht das? Paddy ist schon am Kämpfen. Also an gewisse Aspekte des Powerliftings kann ich mich auf jeden Fall gewöhnen. Was ist mit Patrick heute los? Was lacht er sich denn da so ein ab? Schon mal positiv zu bewerten. Ich würde sagen, jetzt überschreiten wir das herkömmliche Bodybuilding. Ab ja. 200 kann man sagen. Ab 200 ist alles Powerlifting oder was? Ist alles Powerlifting so. Ja. Hauptsache die 2 steht. Das ist wichtig. Gehörst du eigentlich auch zu der Fraktion, die ohne Klammern trainieren? Ja, wenn man nur wenige Reps macht, dann ist das immer noch in Ordnung, aber wenn du dann nachher 8, 9, 10 machst, dann fliegen die ja Scheiben weg. Das mach ich nicht. Ich bin Team ohne Klammer. Nervt schon. Was haben wir denn hier? 150, 15er, ein 10er. Mein Deadlift PR waren 300 Kilo glatt, aber das war 2016. Seitdem habe ich keine Deadlifts mehr gemacht. Ich hatte mir jedes Mal irgendwas zugezogen, irgendwas geknackt oder sonst was. Da war mir das Verletzungsrisiko. Und das war auch ab 2017 fing ja meine Bodybuilding-Bühnenkarriere quasi an, wo ich Wettkämpfe gemacht habe. Da wollte ich mich einfach nicht verletzen. Ich habe dann nur noch Deadlifts gemacht mit durchgestreckten Beinen für einen Beuger. Aber so normales Kreuzheben habe ich gar nicht mehr gemacht. Aber 300 habe ich im FitX einmal gezogen. Auf eine Wiederholung. Onkel Mirek war dabei. Haben wir immer vor jedem Rückentraining Deadlifts gemacht. Und das Rückentraining hat dann immer 3 Stunden gedauert. Weil dieses Aufbauen und die langen Pausen zwischen den Sets beim Deadlift haben einfach so, das Rückentraining war so lang, Alter. Weil wir immer versucht haben, da äußerst viel Gewicht zu ziehen. War aber eine geile Zeit, hat Bock gemacht damals, ja. Jung, verrückt und knackig und stark waren wir damals. 2016, ja, ist schon verjährt. Und zugeballert waren wir auch damals. Ah, meine wilde Technik, der haben wir. Er reißt das so richtig. Mein Onkel war mal ein Schrank, aber mittlerweile ist mein Onkel BJJ-Kämpfer. Der macht Bodenkampf und hat einen schönen athletischen Körper. Testo Thorsten, danke dir, mein Lieber. Testo Thorsten 31 abonniert hier seit 6 Monaten. Na, ist 250, dann 270, ne? Jetzt 220. Ich glaube, die gehen auch gut. Würdest du sagen, Kreuzheben sollte man als Natural machen oder kann man auch mit anderen Übungen wie Klimmzug oder Latzen ersetzen? Als Naturaler würde ich kein Kreuzheben machen, nein. Aber danach kann es langsam. Das ist zu gefährlich, Digga. Zum knackig werden. Ich glaube auch. Und du machst heute einen Triple. Was? Du machst einen Triple. Ja, Triple. Add unter 6 noch immer. Eieiei. Du auch, oder? Du machst die 280 auf dem Triple. Locker. 220 haben wir jetzt hier.
So, Daniel, hast du nicht vor kurzem mir gerade erst einen Bauchmuskel angerissen? Doch, genau mit dem Gewicht. Ja, perfekt. Ja. Einfach perfekt. Bist du in Angstschiss gerade gelassen oder was auf Toilette? Also, nee, der kommt aber gleich. Ja, bei der Übung, ja? Bei der Übung. Den Film von hinten, alles klar. Dave, da brauchst du gar nicht mehr fragen. Das ist doch schon normal beim Daniel, ja? Dass der Übergang da nicht passt. Das ist normal. Sagt er einfach, schwer an. Sagt er einfach, ich mach nur einen. Ich mach nur einen mit 200. Als ob du mehr machen könntest, weißt du so? Ich mach nur einen, ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal rumänisches? Nee, Sumo-Kreuzheben gemacht habe. Ich habe die ganze Zeit immer ein rumänisches gemacht. Dementsprechend, ich habe gar keine Ahnung, wo ich heute lande. Aber 250, die traue ich mir jetzt schon zu. Das ist eine gute Leistung, wenn ihr die packt. 250. Ich auch. Ja, nicht. Okay. 270 vielleicht auch, obwohl das mein eigentlicher PR ist. Aber gucken wir erstmal, was die 250 machen. Was ist mit Patrick heute los? Der ist ja richtig, der lacht sich ja die ganze Zeit einen ab, Alter. Als ob der sich eine Lunte geraucht hätte. Schiebt er sich da Lachkicks die ganze Zeit. Geil. Immer Nachbar, mach das Licht aus, das stört. Yes. So, 2,50 für Paddy, Deutsch. Ganz entspannt. So was entfleucht dabei. Oh, Daniel Abi mit 230. Yes, komm. Mit 230 verkackten Übergängen von seinem Friseur. Sorry, Daniel, der musste. Oh, stark, Alter, Daniel. Sehr stark. Was für eine Explosivität, der das zieht, Alter. Wie Joe Aesthetics, Alter, vom iPhone-Display. Hamza, ist der drin jetzt? Wenn die Spannung uns so gut hält, der soll schon drin sein. Schon möglich, ja? Bro, Hamza glaubt an dich. Alles. Musst du halt liefern, ne? Ja. Ich will dir keinen Druck machen, so, aber ganz YouTube Deutschland guckst du. So, das ist auch hier Patricks PA, die 270. Mal gucken. Jetzt, come on, come on, come on, come on. Oh, oh, oh. So, Daniel, 240 nochmal. Die packt er. Hoffentlich kenne ich genauso easy wie deine 250. Ja. Dann wäre ich schon zufrieden. So. Meinst du easy wie die 270, ja? Ja, nee. Wollen wir nicht enden. Ja, ich mache halt noch gleich 260 für 3. Ja, easy. Mhm. Hamza macht auch 260 auf 9. Da kann man sehen, der Hamza hat die 270 ganz entspannt gezogen und Patrick nicht eine Wiederholung gepackt. Ne? Sag ich immer, Optik hat nichts mit Kraft zu tun. Deinen Job zu erledigen. Das Mark kann ich mir jetzt nicht geben. Ne? Gerade weil du danach auch noch 2,50 machen willst. Dann will ich klein ticken. Aber die habe ich ja auch noch nicht oben. Stimmt, ja. Da war mal. Was geht. Wäre ich ganz regeneriert gewesen, hättest du ab und zu mal Sumo gehoben. Ey, so hat man Daniel Patrick lang nicht mehr erlebt. Der gefällt mir in dem Video. Der ist sehr lustig drauf, der Kollege. Hätte. Fahrradkette. Und nur deiner, come on! Deiner, komm! Ich auch! Hoch, hoch! Yes! Zieh durch! Yalla! Yes! Deiner! Yes! Boah, aber während der die zieht, sieht der brutalst aus, Digga! Wow,
Also PA nach PA hier oder was? Zwei hintereinander. Ja. Und jetzt nochmal 260, ja? Und jetzt 62,5. Ja, verstehst du? Challenge. Du, ganz ehrlich, dann zieh ich nochmal nach. Daniel, Alter, 260? Mashallah, Bruder. Yes, come on. Oh, guck mal, Patrick will ihn um 5 Kilo schlagen hier. Ja, yes, come on. Ich sag, der schafft ihn nicht. Come on, ja, mein Gott. Ja. Die Jungs haben Spaß und geben Gas, Alter. Gefällt mir. Der geht noch höher, Alter. Ja, das macht Bock da. Macht auch Bock zuzugucken. Komm on. Auf jetzt! Auf jetzt! So sieht das aus, wenn du auf Toilette bist und die Wurst nicht raus will. Genau so. Junge, der sieht aus wie ein Charakter von Dragon Ball Z, Alter. Wie gerade Son Goku, während der zum Saiyajin wird. Hat der Hamza gewonnen, ne? Ja, das kann man nicht zählen. Der hat mehr als unser PA-Gewicht sozusagen auf Raps getroffen. Locker entspannt. Hamza, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn 270 vom Boden gehen? Was soll ich sagen, Digga? Schön, oder? Like? Geht so. 300 wäre schöner so. Also, ich würde mich freuen, wenn 270 vom Boden gehen. Paddy auch, ja. Glaube ich. Ne? Machen wir nächstes Mal, ne? Nächstes Mal gibt es das nächste Battle. Ich gebe mich für heute geschlagen. Ja, also ja. Paddy hat dann unser Battle zumindest gewonnen mit 265. Hamza ganz unangefochten. Ja, Hamza hat uns abgefochten. Aber schon krass, wie beide, also wir beide eigentlich fast gleich stark seid. Ich glaube, wir sind sogar tatsächlich eigentlich gleich stark. Also in, so. in vielen Übungen, aber generell auch ähnlich. Ja, ne? Schon, ja, ähnlich. Krass, ich dachte, Paddy ist stärker irgendwie, keine Ahnung warum. Aber ich habe mit Daniel ja bereits Rücken trainiert im Evo-Gym und der hat, was Rücken angeht, hat der extrem viel Power. Also Paddy ist meistens noch ein Ticken stärker, aber wiegt halt auch nochmal einen Ticken mehr halt, ne? Also overall 200 Kilo. Ja, jetzt. Ne? Also so, wenn wir so Stage-Rate vergleichen und so, 10 Kilo sind halt schon 10 Kilo und die hast du auch überall so an Load eigentlich bei den meisten Maschinen halt immer mehr. Ne? Außer bei Trizeps. Ja, ich baue jetzt fest Sumo ein und dann... Ja, ich habe zum Hamza gesagt, nächstes Mal, wenn wir hier sind... 300, gib ihm. In Wien gibt es nochmal ein Battle. Ja. Ein kleines Kreuzwert-Battle. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein Battle wollt, ein Rematch. Ja. Ich bin mir sicher. Ich bin Fan von Battles, ihr wisst. Es wird auf jeden Fall auf beiden Seiten mehr Gewicht bewegen. Ja. Und Hamza macht auf jeden Fall einen Kampfrichter, weil irgendwie der ist uns ein bisschen weit vor. Oh, wir könnten eigentlich so mit, wie soll ich sagen, mit Signalen und so mal machen. Ja, schreib's mal in die Kommentare. Signal heben. Nein! Also beim Heben ist eigentlich nur ein Down-Signal. Aber zum Beispiel bei Bench und so ist schon komplett was anderes. Aber merkst du richtig, Hamza ist auch da richtig mit ganzem Herz dabei, ne? Der feiert, der fühlt das richtig, dieses Powerlifting. Man merkt das richtig auch, wenn er darüber spricht, der blüht da voll auf. Das ist voll sein Ding. Du bekommst so drei Signale. Ja, also wir machen jetzt ein internes Powerlifting-Battle, habe ich gehört. Ja, machen wir. Wie gesagt, ich baue mir das jetzt ein und dann nächstes Mal weiß Bescheid. Ohne Beuge. Was? Ohne Beuge. Ohne Beuge. Ohne Beuge. Wir machen Hexquad. Ja. Wo kann man dich auf Social Media finden? Ich heiße eigentlich überall Hamza Lifts mit Z. Und ich heiße eigentlich überall gleich, also kann mich da easy finden. Auf Insta, YouTube und TikTok. Also für alle, die an Powerlifting-Content interessiert sind, du versuchst da ja auch immer ordentlich. Immer dieser Finger bei Daniel, bei Patrick in den Videos. Dieser Bananenfinger, Digga. Zu teilen. Ich habe das unter deinem Post auch immer wieder gelesen, dass du da Tipps und Tricks verteilst. Ja, ne, auf ja mein Ziel ist einfach Powerlifting einfach den Leuten. Ja. Ja, da hinten ist eine Packung Reispudding. Da sind noch so 500 Gramm drin. Ich habe die mitgenommen hier fürs Hotel.
ziehe ich mir ein, zwei Mal am Tag immer rein. Zu erzählen eigentlich, was es eigentlich überhaupt ist und so. Wie man auch seine Technik verbessern kann und einfach meine Journey auch ein bisschen verfolgen könnt. Ja. 17 Jahre der Junge, also lohnt sich auf jeden Fall zu verfolgen. Wann startest du das nächste Mal? Ersten 6 Monaten, aber habe dann auch einiges angegriffen. Ja. Denn mehrere Wettkämpfe direkt hintereinander. Yes, so sieht's aus. Ja. Dementsprechend viel Erfolg da schon mal. Ja, vorab. Danke. Und wir werden das Ganze auf jeden Fall verfolgen. Gratis? Siegergummibärchen. Ja, ja. Direkt erkannt. Der war ein bisschen Katjes hier, die grünen Hasen reingeholzt. Und dann geht es jetzt endlich mal ins harte Bodybuilding-Training. Ja. Wollen wir noch ein bisschen nachschoben, nachdem wir 2 Stunden gehoben haben. Und dann geht es danach was fressen. Dementsprechend, wir verabschieden uns jetzt. 2 Stunden haben die da Deadlifts gemacht, krass. Hoffen natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach. Also ich feiere vom Geschmack her das Maispudding tatsächlich lieber. Ist auch geil für die Diät, weil du hast weniger Carbs. Also wenn du Low Carb fährst, hast du weniger Carbs. Ungefähr 10 Gramm, glaube ich, auf 100. Ja, ist aber geschmacklich schon nice. The Real Reload. Dirt, danke dir, mein Lieber. Viel Spaß im Stream. Sorry, ich habe den Namen völlig falsch gelesen. Nach oben, kommentiert gerne, gerade wie ihr solche Videos und Koops auch findet. Collab heißt das, ne? Die Koop. Koop ist um Zocken. Denkt natürlich immer daran, dass das gesamte Unterfangen hier damit unterstützt, dass ihr im Evo-Shop mit dem stabilsten Code EUWEST. Man redet nicht mit dem vollen Mund. Paddy Mensch. Mit der größtmöglichen anabolen Wirkung Patrick bestellt. Kreatin ist jetzt auch wieder gerestockt, ebenso wie Butterkeks und No Stress vor kurzem. Und natürlich in meinem Merch-Shop, im Berserk-Shop. Berserk-Shop bestellt, bei Intelligent Strength im Shop bestellt, beispielsweise auch die Zugriffen, die wir heute verwendet haben. Ja, und wenn ihr Fleischbedarf habt, Fleischerei-Schäfer mit Code Patrick. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren. Jawohl, Friends. Ich fand, das war wirklich ein cooles Video, Alter. Vor allem dieses Battlen und dieser starke Hamza. Das war eine geile Kombo mit den drei. Und der Junge ist wirklich, Alter, so eine Power in dem Alter. Riesen Respekt geht raus. Das war unfassbar, Junge. Wie der da die Gewichte hochballert, ne? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.